Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Spezial. Und eingeladen habe ich heute die Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer. Sie ist nicht nur Senatorin für Wirtschaft, sondern auch für Technologie und Forschung. Das ist ein riesiges Feld und ich frage mich immer, wie sie das schafft. Und ich will Sie das persönlich heute fragen und damit Sie auch mal wissen, warum diese Frau immer so guter Laune ist bei so viel Arbeit. Wie schaffen Sie das? Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Brinkmann. Wie schafft man das? Begeisterung für das Amt. Und die Berliner Wirtschaft boomt. Die Forschung und Entwicklung findet inzwischen ihren Niederschlag in zahlreichen Unternehmen. Wir sind Deutschlands Gründerhauptstadt. Die Industrie kehrt nach Berlin zurück. Wir haben viele Ansiedlungen, viele Expansionen von Unternehmen. Wir führen Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Was kann es Schöneres geben als ein solches Amt? Ich habe ja viele Wirtschaftssenatoren erlebt in dieser Stadt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit solch einer Begeisterung dabei ist. Nun kennen wir uns ja schon, glaube ich, seit Ihrer Berufung als Staatssekretärin in Bonn. Also 30 Jahre, glaube ich, ist es her, oder 25, wollen nicht übertreiben. Ja, da sind Sie mit der gleichen Begeisterung reingegangen. Sie waren ja die jüngste Staatssekretärin, die von Helmut Kohl berufen wurde. Damals beim Forschungsminister Rüttgers, erinnere ich das richtig? Ja, das ist richtig. Vorher war ich schon Staatssekretärin bei Angela Merkel im Frauen- und Jugendministerium. Und dann ging es weiter zu Forschung und Technologie. Und das war in der Tat Minister Rüttgers in der Zeit. Und da waren Sie immer mit der gleichen Energie dabei, die Sie heute auch noch an den Tag legen. Was macht Ihnen denn von diesen drei Feldern Wirtschaft, Forschung und Technologie am meisten Spaß? Alles zusammen, weil das gehört zusammen. Ich habe früher Forschung und Technologie betreut, auf der Bundesebene, wie Sie erwähnt haben. Und ich habe damals schon gesagt, jetzt noch die Wirtschaft dazu, dann wäre die Sache rund. Denn das Entscheidende ist, dass Wertschöpfungsketten von der Idee über die oft langwierige Forschungsarbeit, die Entwicklungsarbeit bis hin zur Marktreife eines Produkts und die Produktion. Das muss abgedeckt werden. Und mich freut, dass solche Wertschöpfungsketten sich in Berlin zunehmend wieder abbilden. Wir haben zahlreiche Forschungseinrichtungen, starke Exzellenzuniversitäten, aber auch über 70 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die nah an den Bedürfnissen der Unternehmen forschen. Und was gelingt ist, dass hier Kooperationen eingegangen werden zwischen Wirtschaftsunternehmen und diesen Forschungseinrichtungen und daraus Produkte aus Berlin für die Welt werden. Und das ist die Herausforderung, die mich tagtäglich wieder reizt. Das gab es aber vorher auch schon, aber diese Verknüpfung gab es nicht. Haben Sie das zur Bedingung gemacht, als Sie berufen wurden, Wirtschaftssenatorin zu werden, zu sagen, das mache ich nur unter der Bedingung, dass es zusammenkommt. Sonst hat es keinen Sinn. Der Ressortzuschnitt ist so bei der Regierungsbildung entschieden worden. Damals war ich noch nicht dabei. Ich bin ja nachgerückt in die Berliner Landesregierung. Aber Tatsache ist, dass ich diesen Zuschnitt der Senatsverwaltung als einen besonderen Reiz empfunden habe, als ich gefragt wurde, ob ich dieses Amt übernehmen möchte, weil ich aus meiner beruflichen Tätigkeit, sei es im politischen Bereich, sei es in der Industrie, weiß, dass diese Wertschöpfungskette von der Forschung bis zum möglichst international marktfähigen Produkt zusammengehört und aus einer Hand koordiniert und gesteuert werden sollte. Sie waren vorher beim Verband der forschenden Pharma. Arzneimittelhersteller. Arzneimittelhersteller. Ja, ich komme aus der Gesundheitswirtschaft. Das ist richtig. Ich komme aus der Gesundheitswirtschaft, war früher auch in einem Unternehmen der Gesundheitswirtschaft tätig und erlebe natürlich auch, dass Berlin ein bedeutender Gesundheitsstandort ist. Nicht nur für pharmazeutische Produkte, sondern ebenso für Diagnostika, für Medizintechnik. Ein ganz wichtiges Feld. Wenn Sie auch an junge Unternehmen wie Berlin Heart denken, da gehen Produkte aus der Medizintechnik, aus dem Bereich Medizinprodukte wieder in die Welt. Produkte, von denen man angenommen hatte, dass Deutschland nie wieder eine Chance haben würde, sich mit solchen Produkten im Weltmarkt zu behaupten. Und ein junges Berliner Unternehmen tut es. Davon
gibt es inzwischen eine Vielzahl von Beispielen. Und ich arbeite gemeinsam mit meiner Verwaltung und der Wirtschaftsförderung des Landes daran, dass daraus mehr Unternehmen werden und sie wachsen dürfen. Kennen Sie die alle? Besuchen Sie die regelmäßig? Und macht das Sie ganz neugierig zu sehen, wer ist das? Wie jung sind die? Ja, fangen wir mal mit dem Letzten an. Was ist das Durchschnittsalter dieser jungen Leute, dieser jungen Forscher? Sind die noch unter 30? Sitzen die in Garagen, wie man sich das so vorstellt, und warten jetzt da auf die große Entdeckung zum Nobelpreis? Zunächst einmal zu Ihrer Frage, ob ich da unterwegs bin. Selbstverständlich. Ich besuche in jeder Woche mehrere Unternehmen, von klein bis groß. Klein ist wie klein. Einer, zwei? Naja, ich habe beispielsweise in der vergangenen Woche ein Dankeschön-Dinner gemacht. Ich habe die Unternehmen eingeladen, die im letzten Jahr am meisten investiert haben in Berlin. Da waren 5-Mann-Unternehmen im Hightech-Bereich ebenso bei wie Unternehmen, die mehrere hundert Mitarbeiter beschäftigen, beispielsweise eine Brotfabrik. Das ist die Spannbreite am Brot. 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 Ja, Brotfabrik, gutes Brot aus Berlin für die Berliner, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus. Also es zeigt auch die Spannbreite von Hightech über Ernährungswissenschaften, Energie, Umwelttechnologien, Energietechnik, ein klassisches Feld Berliner Industrie, schon aus früheren Zeiten. Bekannte Siemens, Rathenau, die haben für Elektrizität gestanden und daraus folgen bis heute, gerade in der Elektrizitätswirtschaft, in der Energie, zunehmend auch in der Umwelttechnik, Innovationen aus Berlin. Also, wir haben kleine und große, wir haben inzwischen eine Vielzahl von Unternehmen, die klein gestartet haben, aber schnell gewachsen sind, die Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeitern haben in Berlin um 14% zugelegt, und darüber hinaus haben wir auch wieder Investitionen von Großunternehmen in dieser Stadt, die sowohl in die Produktion wie auch in Dienstleistungs- und Serviceeinrichtungen für die Unternehmen investieren und von hier aus global wichtige Tätigkeiten abbilden. So habe ich das auch immer empfunden, wenn ich das lese, was Sie machen und Sie Ihre Mitteilung rausgeben. Und nun lese ich vor ein paar Tagen diese Broschüre der Handwerkskammer und IHK, noch eine Schippe drauflegen, ist gerade vor 5 Tagen, glaube ich, erschienen. Da wird doch so ein bisschen rumgemäkelt. Man merkt, eigentlich müsste man sagen, tolle Frau, tolle Arbeit, aber irgendwas gefällt Ihnen nicht. Noch eine Schippe drauflegen, was heißt das? Sind Sie mit dem Bericht zufrieden? Fühlen Sie sich da wiedergegeben? Also noch eine Schippe drauflegen ist immer richtig, wenn es um einen Wirtschaftsstandort geht. Denn Tatsache ist, wir sind erstmals seit 2 Jahrzehnten das wirtschaftlich am stärksten wachsende Bundesland in Deutschland. Das muss man eigentlich noch mal wiederholen, weil alle Leute denken, Berlin sei das Schlusslicht. Damit ist es vorbei. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ja. Wenn man das Ranking der Bundesländer sieht, da hat Berlin viel zu lange die rote Laterne getragen. Und jetzt wollen wir nach vorn, und dafür müssen wir überdurchschnittlich wachsen. Das gelingt uns jetzt. 1,2% Wachstum allein im vergangenen Jahr in Berlin. Das ist 3-mal so viel wie der Bundesdurchschnitt. Aber, und auch das sage ich sehr deutlich, wir müssen noch über Jahre überproportional wachsen, um im Gefüge der Wirtschaftsstandorte nach vorn zu kommen. Derzeit stimmen die Wachstumszahlen, aber wir wollen uns im Vergleich national wie international unter den führenden Wirtschaftsstandorten positionieren. Und deshalb ist es wichtig, tagtäglich daran zu arbeiten. Nicht eine Schippe drauflegen, 3 Schippen drauflegen. So ist es. Diese Bescheidenheit, die kann man hier an den Tag gelegt haben, würde ich nicht an den Tag legen, sondern da muss kräftig geschaufelt werden. Und das tun
die Wirtschaftsförderung, die Wirtschaftsverwaltung, aber vor allen Dingen Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Stadt Tag für Tag. Hier gibt es einen Unternehmergeist wie an keinem anderen Ort. Gerade hat Berlin wieder den ersten Preis als attraktivster Investitionsstandort gewonnen im Vergleich zu großen europäischen Metropolen. Berlin liegt vor London beispielsweise. Und das zeigt, der Unternehmergeist ist hier überall spürbar. Und was alle wir brauchen, wollen nach Berlin. Alle wollen nach Berlin. Wir ziehen Talente aus aller Welt an, was uns als Stadt gut tut. Weil es kommen einmal hochprofessionelle Talente aus aller Welt, hochgebildet, hochqualifiziert, die hier tätig werden und wollen. Und wo die sich tummeln, zum Beispiel in der Gründerszene Berlins, in der digitalen Wirtschaft und wo noch, darüber spreche ich nach der Pause weiter mit unserer Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer. Sie ist auch zuständig für Technologie und Innovation und Sie merken an mir, sie hat mich richtig schon angesteckt mit Begeisterung. Ja, so wie sie ihren Job macht, voller Begeisterung, das finde ich toll. Also jetzt machen wir ein bisschen Werbung und dann hoffe ich, dass Sie wieder dabei sind und dann sprechen wir weiter über die einzelnen Felder. Seien wir stolz auf Berlin, wir merken, es geht voran. Das müssen wir noch mal wiederholen. Wir sind plötzlich Nummer 1 unter den Bundesländern. Das kann man nicht oft genug sagen, nach dem ganzen Gemaule der letzten Jahre. Bis gleich.